Wir kommen zu etwas kleineren Vertretern der E-Mobilität. Jetzt gibt es italienisches Flair. Bei der Firma Lagermax in Straßwalchen werden seit 2008 italienische Appen zum Beispiel zu Eis-, Kaffee- oder Bierappen umgebaut. Das Geschäft boomt mit den kleinen Arbeitsbienen. Zu echten Stadtflitzern wurden sie aber erst durch die E-Mobilität. Also hier haben wir unsere Appe Calesino, elektrisch angetrieben. Wir haben hier einen 6,5 kW Motor verbaut, haben ein Akkupaket mit 10 kW angebaut und haben eine Reichweite von ca. 80 km. Vorspaß pur. Der Unterschied zwischen einer normalen Appe zu einer E-Appe liegt darin, dass der komplette Verbrennungsmotor, der Tank sowie sämtliche Flüssigkeiten ausgebaut werden und durch einen E-Motor ersetzt werden. Und wenn es um E-Mobilität geht, dann kommt man auch in Straßwalchen ins Schwärmen. Also man merkt es auch hier beim Fahren, einfach wie spritzig oder wie zügig oder was für Drehmomente die Appe hat. Wie gesagt, auch absolute Geräuschlosigkeit. Einfach das Gefühl da, im Freien zu sein, eigentlich gar nichts zu spüren, nur den Vorspaß, das was der Elektroantrieb mit sich bringt.